Heute koche ich für Sie Couscous. Dazu benötigen wir etwas Wasser im Verhältnis 1 zu 1,5. Etwas Salz hinzugeben. Etwas Kurkumas unterstützt die Farbe. Etwas Curry und etwas Ingwer für den Geschmack. Am besten mit einer kleinen Fleischgabel rühren, damit sich keine Klumpen bilden. Und als kleiner Tipp, ein wenig Butter sowie Olivenöl für den Geschmack. Den Couscous von der Hitze nehmen und 10 Minuten beiseite stellen und immer wieder rühren, damit er nicht klumpt. Für den Couscous haben wir jetzt eine extra Pfanne mit etwas Butter zum Schmelzen bringen. Darin das kleingeschnittene Wurzelgemüse, bestehend aus Karotte, Lauch und Sellerie, ein wenig anschwitzen, etwas würzen mit Salz, Curry und Pfeffer. Nicht zu lange, da sonst die Butter verbrennt und Bitterstoffe entstehen. Den krümeligen Couscous, wie man sehen kann, in die Pfanne. Ruhig 2 Löffel. Ebenfalls mit anschwitzen, nicht zu lange, da sonst der Couscous sowie das Wurzelgemüse zu braun wird. Ruhig etwas walten lassen, dass es eine goldgelbe braune Farbe erhält. Jetzt ist der afrikanische Couscous fertig und braucht nur noch angerichtet werden. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.